Moin, moin, YouTube, hier ist euer Kampfschmuser mit einem weiteren Video von mir für euch. Und ja, beim heutigen Commentary, da geht es um Aggressionen beim Zocken. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, wie immer die Information zum Gameplay. Das Gameplay ist ein Gast-Gameplay, er spielt von Extreme Killer. Er spielt hier 2 vs 2 auf der Map Erosion. Er spielt hier mit der P90 Schallgedämpft und Schnellfeuer drauf. Dabei hat er als Perks, da muss ich mal kurz gucken, Plünderer, Hardliner und Ruhige Hand. Und ja, als Killstreak den Spezialistenbonus, das heißt, er geht hier auf die MOAB und ja, kriegt am Anfang erstmal hier ganz schön auf den Sack. Aber, ja, es werden sich einige fragen, ja, der Extreme Killer, der hat doch schon mal ein Gastgameplay bei dir gehabt. Ja, aber er hat sich auch ein weiteres einfach verdient, weil er erstens immer sehr, sehr gute Gameplays liefert, die auch Abwechslung bieten, so wie jetzt hier zum Beispiel ein 2-2 auf der Map-Version. Und das hatte ich noch nicht so oft mal auf meinem Kanal, von daher bietet es einfach Abwechslung. Außerdem hat er sich einfach verdient, weil er bei mir in den Kommentaren auf den Videos immer sehr aktiv ist, Fragen beantwortet, seine Meinung da lässt und einfach wirklich, ja, sehr fachlich und ja, gut geschriebene Kommentare da lässt. Und dadurch hat er sich einfach verdient und deswegen kriegt er hier ein weiteres Gastgameplay zu sehen vom Extreme Killer. Nun aber zu meinem Thema, Aggressionen beim Spiel. Ja, dazu habe ich einiges beizutragen, denn, ja, ich bin momentan in so einer Phase, wo ich feststelle, Alter, leck mich am Arsch, ich muss mich langsam mal anfangen zu beherrschen. Ich meine, jeder Zocker da draußen wird es wahrscheinlich kennen, man zockt ein Spiel, man ist gerade mittendrin, vertieft da drin, konzentriert und keine Ahnung was, und dann passiert was ganz Dummes. Ob es beim Shooter ist, man wird irgendwie von einem Camper weggeholt, der in der Ecke sitzt mit der FMG 9 Akimbo und sich da einen abschimmelt, kurz vor dem Moab einen Killstreak versaut. Ob es bei FIFA ist, man ein dummes Gegentor kassiert oder der Spieler nicht das macht, was man will. Ob es im Rennspiel ist, wo man gerade ein super Rennen fährt und dann einen doofen Fehler macht, das Auto zerstört und damit sein Rennen beendet. Und keine Ahnung, es gibt ja so viele Situationen in so vielen verschiedenen Games. Und da kann man sich ja echt aufregen und wirklich richtig aufregen. Und ja, bei mir ist es aktuell so der Fall, ich spiele ja momentan sehr intensiv FIFA 13. Und mir macht das Game wirklich eine Menge Spaß, super viel Laune. Und ja, ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß beim Zocken gehabt. Also, ich muss sagen, es macht einfach Laune. Aber dieses Spiel kann mich auch teilweise richtig aufregen. Also so richtig. Also ich meine, klar, ich reg mich ab und zu auch mal beim Shooter auf, bei COD oder was, wenn ich weggekämpft werde, irgendwas anderes Doofes passiert oder was. Aber keine Ahnung, da habe ich meine Aggression im Griff, keine Ahnung, da kann ich einfach schnell den Respawn-Knopf drücken und dann mir den Gegner holen und mich rächen oder was. Aber ich sag mal, wenn ich beim FIFA ein dummes Gegentor kassiere, weil ich einen eigenen doofen Fehler gemacht habe oder so, oder mein Computerspieler nicht das macht, was er machen sollte, oder mein Torhüter scheiße gebaut oder was, oder der Gegenspieler mich aufregt oder was, Alter, da kann ich mich aufregen und, Alter, da kriege ich mich teilweise mit einer Kontrolle. Ich habe es letztes Mal echt geschafft, zum allerersten Mal, ja, einen Controller von mir zu zerstören, weil ich einfach so wütend war, so in Rage in dem Moment, dass ich meinen Controller einfach mit voller Wucht auf den Boden gepfeffert habe. Ja, Resultat war, Controller aufgegangen, kaputt. Weil er versucht zu flicken, aber R2-Taste und so tut's nicht mehr. Also, naja, nicht mehr zu gebrauchen, wirklich. Der Laminatboden hat auch eine Macke abbekommen. Und, ja, darüber kann ich mich im Nachhinein auch viel, viel mehr aufregen, als über das doofe Gegentor oder über die Situation, über die ich mich gerade aufgeregt habe. Denn, in dem Moment habe ich einfach was kaputt gemacht, was eigentlich total unnötig war. Also, aber ich habe in dem Moment einfach so in Rage gewesen, dass ich mich einfach in dem Moment nicht kontrollieren konnte. Und, da muss man natürlich sagen, da ist natürlich dann irgendwo ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr lustig ist irgendwie, ne? Also wenn man Sachen kaputt macht oder so, nur weil man ein Spiel spielt und sich über irgendwas aufregt, da muss man überlegen, ob das alles noch richtig ist. Und da muss ich auch ganz klar sagen, da muss ich unbedingt an mir arbeiten. Und mich würde interessieren, ja, wie kriegt ihr eure Wut im Griff? Ich meine, seid ihr auch welche Leute, die einfach nur rumschreien und dadurch einfach ihre Aggression rauslassen, andere Leute beleidigen oder so halt? Ich meine, das passiert einfach im Game und macht wahrscheinlich jeder da draußen. Jeder hat schon mal andere Leute beleidigt und so einfach. Das darf man auch nicht so ernst nehmen und das gehört auch einfach irgendwie dazu, wahrscheinlich, um mal ein bisschen Aggression rauszulassen. Oder schreit ihr einfach mal ab und zu rum? Also wenn man mich ab und zu mal vor der Playsee sitzen würde, sehen, von außen würde man wahrscheinlich sagen, immer der Typ muss in die Klapse ohne Kack, wie der da rumbrüllt und sich aufregt.
Oder seid ihr wirklich auch schon so weit gegangen und habt Sachen kaputt gemacht, euren Controller in die Ecke geschmissen, eure Maus aufzerhauen, eure Tastatur gegen die Wand gehämmert, habt ihr gegen die Wand geschlagen, gegen die Tür oder irgendwas? Und was versucht ihr dagegen zu unternehmen, wenn ihr sowas habt? Also was versucht ihr gegen eure Aggression zu machen, dass ihr euch nicht so aufregt? Oder habt ihr irgendwie, weiß ich nicht, einen Stressball da, den ihr gegen die Wand wirft dann, wenn ihr wütend werdet? Oder habt ihr wirklich schon, ja, momentan sehr im Mode, so einen Wurfcontroller? Ist ja wirklich aktuell sehr, sehr im Mode, den man gegen dann irgendwo gegen pfeffert oder was halt. Oder, ich habe schon versucht, mich in den Griff zu kriegen und gesagt, komm, statt, ich wollte gerade meinen Controller werfen, meinen zweiten, aber ich habe ja nur noch einen, auf den muss ich jetzt aufpassen. Und hab dann volle Kanne gegen meine Couch gehauen und... Ja, da haben mir 5 Minuten meine Hand wehgetan, weil ich es einfach so fest geschlagen habe. Und ja, da muss ich einfach, also ich muss ganz klar sagen, ich muss da an mir arbeiten, weil das ist nicht richtig, dass man so aggressiv wird beim Zocken. Und mich würde interessieren, ja, wie ihr eure Aggression im Griff kriegt und was ihr dagegen tut und ob ihr euch überhaupt aufregt oder ob ihr sagt, man, nö, das Spielen tue ich aus Spaß, das mache ich ja auch, aber ich reg mich da nicht auf, weil das ist einfach nur ein Spiel. Das ist wahrscheinlich auch die beste Einstellung, die man haben kann. Und auch eure Meinung würde mich interessieren, wenn ihr die reinschreibt. Hier tut der Extremkiller gerade die MUAB erreichen. Sehr nice, schönes Gameplay wieder von ihnen, schön erspielt, ohne große Campen oder so. So will man das sehen. Solche Gameplays gefallen mir und der Host ist eine kleine feige Sau mit einem kleinen Penis und verlässt die Lobby. Deswegen wird die MUAB leider nicht mehr gezündet, schade. Aber trotzdem schönes Gameplay und wenn euch der Gameplay auch gefallen hat, dann lasst doch auch einen Kommentar da mal kurz und schreibt doch mal schön irgendwie mal kurz rein, schönes Gameplay oder klasse Sache, irgendwas, freut sich der Extreme Killer mit Sicherheit auch drüber. Und ja, eure Meinung zum Thema Aggression zum Zocken würde mich interessieren, wie ihr eure Aggression im Griff habt, was ihr dagegen tut, ob ihr irgendwie schon, ja, wie eure Erfahrungen damit sind, was ihr selber schon vielleicht kaputt gemacht habt oder so, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, einfach mal einen Daumen nach oben da zu lassen. Ist eine Sekunde Klick, ja, ich sag's ja, bla bla, Daumen-Battle-Lei, soll man nicht machen oder was. Ich möchte einfach nur mal daran erinnern, halt, man vergisst es auch mal ganz gerne halt. Und ich würde mich einfach freuen, wenn, ja, meine Mühe, wenn euch der Ganze gefallen hat, auch kurz dann dieser eine Klick wert ist. Ich würde mich freuen, ja, ich verabschiede mich und bleibt ruhig beim Zocken, regt euch nicht auf. Ich werde es versuchen, auch irgendwie in den Griff zu kriegen. Und ja, bis dann, bis zum nächsten Video, euer Kampfschmuser.